Hier ist Florian vom Flavius Adventures Kanal. Hinter mir, da geht der Aufstieg hoch zum Gojorgenberg, ein ehemaliger Vulkan. Dann laufen wir jetzt mal hoch und gucken mal, was da oben eigentlich abgeht. Der Hund ist natürlich auch am Start und begleitet uns hier auf unserer kleinen Wanderung hier zum Gojorgenberg. Genau, bis gleich. Da geht es richtig steil den Berg. Wow, Leute, guckt euch mal. Sieht man das in der Kamera? Die Treppen des Todes. Oh. Oh, Mats. Er ist nicht mehr weit. Lass uns mal gucken, wie weit es noch weg ist. Wir sind die Treppen des Todes. Und wir haben noch. Sieht man es? 640 Meter zum Ziel noch. Zurückgelegt 1,3 Kilometer von zu Hause aus. Da geht es noch richtig hoch. Hund, du verteilst hier den ganzen Berg runter. Was machst du da? Oh, jetzt zieht euch den Berg mal hier ein. Richtig massiv hier hoch. So Leute, wir haben es hochgeschafft. Guckt euch mal nochmal da unten die Treppe des Todes an. Oh, ging hier runter. Guckt euch mal die Aussicht hier oben an. Herrliche Aussicht. So, und da hinten geht es nochmal hoch. Und dann haben wir es bald geschafft hier. Genau. Dann laufen wir mal weiter. Mats, kommst du? Mats, komm. Ja, dann. So, wir müssen jetzt hier abbiegen, Leute. Und dann geht es nochmal richtig heftig hier hoch. Aber wir haben es gleich geschafft. Da unten hatten wir noch 600 Meter gehabt. Gucken wir mal gleich, wie viel wir noch haben. Wow. Mats, kannst du noch? Der Hund ist schon aus Atem. Leute, guckt euch mal die Aussicht an. So, Leute. Dann laufe ich jetzt mal ein bisschen weiter. Ich sage euch noch kurz, wie viele Kilometer es noch sind. Bald geschafft. Wir haben noch, hier laut Komoot,
Ziel noch, sieht man, sieht das? 525 Meter noch zum Ziel. Also knapp ein bisschen mehr als einen halben Kilometer. Alles Berg hier hoch. Dann waren der Hund ist schon außer Atem, der Hund kann das gar nicht. Ich bin sportlich, ja, aber der Hund ist nicht so sportlich. Wir machen jetzt zu wenig. Oh, hier gibt es eine interessante Stelle. Man kann jetzt hier außen rumlaufen, wie ihr das sehen könnt. Und wir können auch da hochlaufen. Natürlich, wenn wir sportlich sind, darf man nicht hier knallhart hoch. Und der Hund geht nicht außen rum. Mats, ich bin hier. Komm. Ja, komm. Ja, der Hund hängt so richtig die Zunge aus dem Maul. Oh, ich hätte Wasser mitnehmen. Ich hätte Wasser mitnehmen sollen. Ich kann schon nicht mehr. Ei, der Wetter ist so steil. So Leute, es gibt zwei Möglichkeiten, wie ich es sehe. Wir können hier außen rumlaufen, dann da hoch und dann kommen wir da oben raus. Oder wir laufen hier knallhart hier hoch. Ich weiß nicht. Leute, sollen wir knallhart mitten durchlaufen und schnell da oben sein oder mehr kaputt sein? Das ist hier die Frage. Mats, was hältst du davon? Ich glaube, der Hund sagt, lauf da nicht hoch. Ich sage, ich lauf da hoch. Okay, ich glaube, das war ein Fehler hier. Leute, das ist richtig steil. Oh. Da kommen Leute um. Oh Mats, das ist zu steil. Der Hund ist krass. Nein, das ist nicht das eine. Der Hund geht da hoch. Nein, der Hund ist da hochgekommen. Ich komme da nicht hoch, ich rutsche voll weg. Und ich bin da hochgekommen. Und. Scheiße. Und du bist eine Banane. Wie steil ist da runtergetont? Und du bist. Darauf bin ich hoch. Nochmal. Nochmal mache ich das nicht. Oh, ist das steil. Georgenberg. 300 Meter, sagt das Ding noch. Da oben ist es. Wir könnten jetzt auch geradeaus durchlaufen, einmal oben. Aber ich ziehe es nicht durch. Nee, nicht mehr heute Abend. Nein, der eine Ausweg hat mir jetzt gereicht. Wir laufen jetzt hier schön lang hier den Weg hoch. Genau, Leute. Geht immer endlos so weiter. So einen schmalen Weg hier durch den Wald. Ja, da sind auch gleich oben, ey. Papa schickt eine Nachricht. Will der schon wieder. Mal gucken hier. Oh. Bis gleich, Leute. Hund läuft wieder Vorhut, sag ich doch. Der Hund macht die Vorhut, das wird wieder flacher hier langsam. Bis gleich, Leute.
So Leute, jetzt haben wir es gleich geschafft. Wenn ich die Kamera umdrehe, Leute, dann seht ihr eine ganz schöne krasse Aussicht. Hinter mir sieht man auch schon die Aussicht. Lasst euch mal gucken. Achtung, 1, 2, 3, jetzt seht ihr es. Da kommen Leute von einem unoffiziellen Weg hochgelaufen. Das muss ganz schön steil gewesen sein. So, Mats, bist du oben? Ganz schön hoch hier. So Leute, jetzt sind wir hier oben angekommen. 600 Meter über dem Meeresspiegel, genau. Das lassen wir kurz die Drohne fliegen und dann gucken wir, was hier abgeht. Und dann schnell wieder runter. Es wird langsam frisch hier oben. Bis gleich, Leute. So Leute, ich bin schon langsam wieder auf dem Heimweg. Hoffentlich hattet ihr einen schönen Ausblick gehabt da oben. Ich musste schnell wieder umdrehen. Ich bin leicht verschwitzt. Mein Rücken ist ein bisschen nass, ja. Und da oben geht ein scheiß kalter Wind. Das gibt's gar nicht. Da hole ich mir den Tod noch da oben. Bin schnell wieder abgehauen. Ich habe schnell die Zähne fertig gedreht für euch. Ich weiß gar nicht, wie Leute sagen, da oben aushalten, weil die müssen ja genauso schwitzen hier, eigentlich, wenn sie den Berg hier hochlaufen. Da sind ganz schön viele Leute da oben gewesen. Ja, und dann beende ich das Video jetzt hier und hoffe, ihr hattet genauso einen schönen Ausflug gehabt wie ich. Heute Abend noch gehabt. Für mich war es Abend. Weiß nicht, was ihr, wann ihr es anguckt. Genau. Vergesst nicht, ein Like und ein Abo dazulassen. Euer Florian. Bis zum nächsten Abenteuer. Ciao.